So, wunderschönen guten Abend, live hier aus der Stadthalle, aus dem Galileo-Foyer in Chemnitz. Ich darf euch begrüßen herzlich an den Bildschirmen und wir machen heute ja eine kleine Infoveranstaltung zum Thema Kultursommer 2021. Ja, wir haben noch Optimismus, dass das Ganze in irgendeiner Form stattfinden kann und dass es vor allen Dingen auch einen Bedarf gibt, der Bevölkerung wieder rauszugehen und gemeinsam in irgendeiner Form in diesem Sommer Kultur genießen zu können. Und deswegen freuen wir uns, dass es schon mal so viele Akteure gibt, die da in irgendeiner Form mitwirken wollen. Und möchte kurz, bevor wir einsteigen, noch mal kurz vorstellen, wer sich da im Hintergrund für uns organisatorisch Gedanken gemacht hat. Einmal zu meiner Linken, Kirstin Antonelli, Dr. Kirstin Antonelli, für uns die Bereichsleiterin Kultur und Prokuristin in der C3. Zu meiner Rechten Yvonne Buchheim, unsere Abteilungsleiterin Marketing. Und dann haben wir eingeblendet im Hintergrund noch vom Kulturamt der Stadt Chemnitz zum einen die Katrin Franz und den Rico Keller, die auch spezifische Fragen noch mal beantworten können nachher im Hintergrund zum Thema Förder- und Förderkriterien an der Stelle. So, ich würde, bevor wir einsteigen mit dem Thema der Tagesordnung, würde heute kurz vorstellen die Zielsetzung des Konzeptes, die konkreten Standorte und Wochenenden, die wir in unserer Form geplant hatten und ganz am Anschluss dann nochmal Fragen beantworten, Fragen, die wir jetzt teilweise schon gesammelt haben in den letzten paar Tagen oder wo wir denken, dass sie auftauchen können. Und genauso besteht ja die Möglichkeit, auch schon mal während wir reden, die ein oder andere Frage jetzt hier in den YouTube-Kanal einzutragen und wir würden uns bemühen, die am Ende zu beantworten. Mein Name ist übrigens Ralf Schulz, ich bin der Geschäftsführer der C3 und als solcher weder verwandt noch verschwägert mit dem Kollegen, der gleich hier das Video nochmal, der auch ein Grußwort spricht hier an der Stelle, und zwar der Oberbürgermeister der Stadt Chemnitz, Herr Sven Schulze. Wir freuen uns auf eine kurze Einspielung. Uns alle hat die Pandemie stark getroffen, viele von Ihnen besonders schwer. Umso wichtiger finde ich es, wenn wir nicht nur Ihnen, sondern allen Chemnitzerinnen und Chemnitzern ein wenig Perspektive und ein wenig Hoffnung auf einen kulturellen Sommer mit vielen Veranstaltungen geben. Die Möglichkeit dafür bietet unser eigener Kultursommer. Eine Förderung durch den Bund vorausgesetzt, planen wir jetzt mit Ihnen spontan und kreativ, wie wir einen endlich wieder lebendigen kulturellen Sommer in unserer Stadt gemeinsam erleben können. Wir mussten zuletzt lernen, dass man wenig lang im Voraus planen kann. Die Möglichkeit, nun mit Unterstützung vom Bund ein umfangreiches und vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen, ist unglaublich wichtig. Darum hoffe ich, helfen Sie alle mit, dass es uns gelingt, als Stadt der Macher etwas auf die Beine zu stellen, auf das die Stadt und das Umland mit Freude blickt. Neue Orte, neue Formate und neue Kooperationen bieten die Chance, entdeckt und kurzfristig realisiert zu werden. Ich wünsche Ihnen ein gutes Treffen und freue mich auf sichtbare und hörbare Ergebnisse im Kultursommer 2021. Ja, herzlichen Dank an den Oberbürgermeister an der Stelle, der halt auch persönlich sich dafür eingesetzt hat, dass das Programm hier zustande kommen kann, indem kurzfristig zusammen mit dem Kulturamt Mittel umgeschichtet wurden, sodass die Stadt Chemnitz hier den Eigenanteil an der Stelle ermöglichen kann. Dabei wären wir gleich bei den Finanzen. Es geht immerhin um Anträge bzw. einen Antrag ans an die Bundesstelle von 480.000 Euro zusammen mit den Eigenmitteln der Stadt Chemnitz von 120.000 Euro sprechen wir also insgesamt über 600.000 Fördermittel, die dort beantragt wurden. Und deswegen gleich auch trotzdem die Unsicherheit. Es muss zunächst einmal genehmigt werden Ende Mai und erst dann wissen wir, ob wir das Geld in dieser Größenordnung einsetzen können und inwieweit jetzt die eingereichten Anträge, über die wir gleich sprechen, dann tatsächlich auch realisiert werden können. Das ist noch die Unsicherheit, genauso wie wir in den letzten paar Monaten gelernt haben, dass leider durch die Pandemie und Corona wir das ein oder andere immer wieder verschieben mussten. Deswegen sprechen wir heute auch nicht mehr von einem Zeitraum wahrscheinlich Juni, sondern frühestens beginnend am Ende der aktuellen Lockdown-Phase im Juli.
Was möchten wir machen damit mit dem Programm insgesamt, die Zielsetzung? Wir möchten verschiedene Auftrittsmöglichkeiten, möglichst viele Auftrittsmöglichkeiten für Chemnitzer Künstler, für Künstler aus der Region bieten. Und in dem Sinne unterscheidet sich das Programm auch sehr von den Zielen der Kulturhauptstadt, die ja darauf angelegt sind, auf Internationalisierung, internationale Aspekte auch in die Stadt Chemnitz reinzubringen. Hier geht es primär um die Chemnitzer Akteure aus dem Kulturbereich, das heißt die Künstler, aber auch die sonstigen Akteure, in Anführungsstrichen, die oftmals im Hintergrund wirken, wie Veranstaltungstechniker, Security, Dienstleister etc. All die sollen möglichst lokal und regional von diesem Programm profitieren. Damit der Chemnitzer Besucher auch was davon hat und damit wir möglichst viele Leute zusammenführen können, obwohl das ein gewisser Zielkonflikt ist mit dem Thema Hygienekonzept und maximale Besucherzahlen, würden wir das Programm umsonst und draußen anlegen. Es gibt da ein ähnliches Förderprogramm auch für andere Spielstätten im Moment, was in der Beantragung ist, aber die Zugangsbarriere soll möglichst niedrig sein. Das heißt, wir versuchen, die meisten Veranstaltungen kostenfrei zu machen und gleichzeitig möglichst vielfältige Chemnitzer Akteure der Szene mit reinzubringen. Also sowohl der Aufruf, also heute hier an freischaffende Künstler, an freie Szene, Kulturakteure und Bündnisse und insgesamt an die gerade angesprochene Kultur- und Veranstaltungsbranche. Wir hoffen, wie es der Oberbürgermeister auch gerade angesprochen hat, vielleicht ergeben sich daraus auch neue Netzwerke, vielleicht ergeben sich neue Verbindungen unter den Kulturakteuren. Das versuchen wir auch zu ermöglichen, zusammenzutragen und zu bündeln. Vielleicht ergeben sich neue Spielorte, die so in der Art und Weise noch nicht bespielt werden, wurden in der Vergangenheit. Und das finden wir selber sehr spannend, dass wir hier gezwungen sind durch die Kurzfristigkeit der Zeit der zwischen Beantragung und Planung und Umsetzung im Sommer versuchen, vielleicht ganz neue Wege zu gehen. Auch das macht Kulturhauptstadt letztendlich aus. Wir haben noch ein paar quantifizierbare Erfolgskriterien, die wir im Antrag mit eingereicht haben. Genau, guten Abend auch nochmal oder guten Tag von meiner Seite. Ja, was oder wer soll gefördert werden? Es klang schon an, dass das Programm aufgelegt worden ist für die lokale, regionale Kulturszene. Das heißt, das Programm zielt wirklich darauf ab, dass freie Kulturschaffenden, die Solo-Selbstständigen, Kulturakteure, freie Kulturakteure gefördert werden. Das heißt, keine bestehenden kulturellen Institutionen. Wichtig ist auch, dass es für den Kultursommer neue Programme gibt, also ein neues Sommerprogramm in der Stadt, in der Region, keine bestehenden. Es soll auf alle Fälle draußen stattfinden. Natürlich bei Corona auch erhöht das die Möglichkeit, dass es dann stattfinden kann. Und wir sind auch sehr optimistisch. Und es soll auch an viele Besucher empfangen. Das heißt, wir werden in verschiedenen Stadtteilen oder in verschiedenen Orten in und um Chemnitz spielen. Wichtig ist, dass der Anteil der regionalen Künstler so sehr hoch ist. Also wir haben es mit ca. 70% angegeben, die auch wirklich aus Chemnitz und aus der Region kommen. Gleichzeitig sollen auch diejenigen gefördert werden, die hinter der Bühne arbeiten. Das heißt, freie Techniker, Dienstleister, die auch jetzt von der Krise betroffen worden sind. Wir können mal eine Folie weitergehen. Was ist geplant, der Zeitraum? Wir haben gesagt, wir spielen den Kultursommer, der soll insgesamt an 10 Open-Air-Wochenenden stattfinden. Abhängig vom Zeitplan, wir werden Ende Mai wahrscheinlich erfahren, ob die Förderung genehmigt worden ist, werden wir dann im Anfang Juli anfangen zu spielen und 10 Wochenenden, da kommt man dann also schnell, wenn man durchzählt, auf Anfang, Mitte September. Geplant ist wirklich, die Aktion zu bündeln an den Wochenenden, dass wir sagen, wir spielen von Freitag bis Sonntag, angedacht am Nachmittag, frühen Nachmittagabend Kinder- und Jugendprogramme aufzulegen und dann das Abendprogramm folgen zu lassen. Warum an Wochenenden? Wir wollen natürlich einerseits die Aufmerksamkeit bündeln. Wir können so natürlich viel mehr Menschen auch erreichen. Wir wollen natürlich aber auch hinter der Bühne Logistik, Veranstaltungstechnik bündeln und Synergien aufstellen. Und natürlich ist es in den doch etwas schweren Zeiten jetzt einfacher, Hygiene- und Sicherheitskonzepte durchzusetzen, wenn wir unsere Aktionen bündeln. Ja. Würde ich noch mal weitermachen an der Stelle.
Das Ganze heute ist ja ein erweiterter Aufruf. Wir haben es vor ein paar Tagen in die Presse gegeben, waren entsprechend schon im Kulturausschuss und im Kulturbeirat in den letzten paar Tagen. Weitere Informationen sind zu bekommen, auch insbesondere über die Webseite Kultursommer mit C. Und natürlich die Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook können wir auch entsprechend verlinken und würden dann versuchen, auch aktuelle Informationen dort noch mit reinzubringen, die Webseite und die Ausschreibungskriterien, die wir heute definieren, die aber auch teilweise noch in der Entwicklung sind. Informationen, die da weiterhelfen, würden wir halt dort ständig aktualisieren. Und nochmal ein ganz wichtiger Aufruf an alle Multiplikatoren, die hier heute online sind, an der Stelle das natürlich auch weiter zu teilen mit allen möglichen Akteuren, die das noch interessieren könnte aus der Stadt Chemnitz. Deswegen heute diese Infoveranstaltung, möglichst viel Multiplikatoren anzutreffen. Nochmal ganz kurz auch zum Zeitplan. Wir haben es schon angesprochen, letzte Woche wurde der Förderantrag abgegeben. Heute haben wir die Infoveranstaltung. Ende Mai, am 25. sollen die Entscheidungen des Bundes zur Fördermittelvergabe stehen. Zwei Tage später würden wir zusammen mit dem Beirat die Budgetentscheidungen treffen. Das ist uns ganz wichtig, dass hier die Entscheidung nicht irgendwie in irgendeiner Form im stillen Kämmerlein C3 trifft, sondern dass der Kulturbeirat hiermit involviert wurde. Die haben am Dienstag dort auch zugestimmt, entsprechende Vertreter des Kulturbeirates, die jeweiligen Ausschussvorsitzenden mit reinzusenden, genauso dass aus jeder Fraktion der im Chemnitzer Kulturausschuss vertretenen Fraktionen jeweils ein Vertreter dabei ist, sodass das Ganze möglichst transparent mit diesen Akteuren des Kulturausschusses passieren kann. Daneben wird es natürlich auch den Vertreter der Stadtverwaltung, Ferenc Schack, und von unserer Person von unserer Seite, von der C3, eine Person geben. Wir haben es gerade schon angesprochen, die Umsetzung Juli bis September gewünscht, um das möglichst im Open-Air-Zeitraum zu haben und natürlich uns dort auch keine weitere Konkurrenz zu machen mit weiteren Indoor-Veranstaltungen, die ja dann spätestens ab September, Oktober auch wieder normal losgehen können. Ich mache mal weiter an der Stelle mit möglichen Locations, an die wir gedacht hatten bisher. Das Ganze heute ist ja eine Mischung aus freien Aufruf und möglichen Projektvorschlägen, auf die wir jetzt kurz eingehen möchten, um das Ganze technisch und organisatorisch auch im Sinne von Marketing und Aufmerksamkeit für die Besucher zu bündeln, relativ groß zu machen, weil die Produktionsbudgets und vielleicht Künstler auch erfordern, dass wir entsprechende technische, veranstaltungstechnische Ressourcen bereithalten. Und deswegen möchten wir das Ganze bündeln. Haben hier für diejenigen, die noch zusätzliche Locations mit reinbringen möchten, zusätzliche Spielorte, mal folgende groben Kriterien definiert. Es sollte und könnte vielleicht ein möglichst befestigter Bühnenstandort sein, der in der Lage ist, auch Strom zu liefern, sodass wir, wie gesagt, professionelle Veranstaltungstechnik bringen. Dass wir in der Lage sind, mindestens 50, vielleicht 100 bis zu 1.000 Besuchern mit Abstandsregeln, das sind dann schon größere Wiesen vielleicht wie die Küchwaldwiesen oder der Marktplatz hier in Chemnitz, also dass wir in der Lage sind, durchaus auch mehrere hundert Besucher mit Abstand unterzubringen, vorausgesetzt, wie gesagt, wir haben ein entsprechendes attraktives Programm. Das kann sowohl sein in der Innenstadt, die meisten der Vorschläge, die wir jetzt hier an der Stelle bringen, drehen sich so ein bisschen in die Innenstadt, aber gerade dann ist der Aufruf hier nochmal zu verstehen, dass wir sowohl in die Stadtteile gehen können, als auch in einzelnen Ortschaften ein kulturelles Programm konzentriert an einem Wochenende oder einzelnen Tagen gerne dort mit organisieren können, wenn dort entsprechende Vorschläge kommen. So, von den 5 möglichen Bühnenstandorten möchte ich einen vorstellen, der sich speziell um die Künstler dieser Stadt dreht. Wir haben auch in der Erarbeitung mit verschiedenen Galerien und Kunstvereinen mal versucht, an der Stelle 2 Programme für die Künstler zusammenzubringen, die sich zum einen drehen um das Stadtteilenfoyer, also der Bereich, den ihr hier im Hintergrund seht, und der zu füllen wäre möglicherweise mit Malerei, Grafik, Plastik, Skulptur. Möglicherweise an den Wochenenden, das ist also jetzt ein konkreter Vorschlag, wo wir euch aufrufen, um hier entsprechende Beiträge zu bringen. Möglicherweise an diesen Wochenenden Ende August, also der 27.8., das ist da, wo bisher das Stadtfest und seit 2 Jahren das Bürgerfest war, und bis zu dem Wochenende Hutfestival, das wäre der 5.9. Das wäre also insgesamt ein Zeitraum von 10 Tagen, wo wir versuchen würden, den Künstlern der Stadt
im Stadthallenfoyer hier einen entsprechenden Raum zu geben, um das noch weiter zu illustrieren. Und ein zweites Beispiel, Entschuldigung, in dem gleichen Zeitraum parallel dazu in der Innenstadt, das heißt im öffentlichen Raum, könnte man machen sowas, die Genres wie Graffiti, Street Art, Plastik, Skulptur, Upcycling, Kunst, haben wir beim Hutfestival schon an der einen oder anderen Stelle probiert, genauso wie Lichtinstallationen, Videokunst und sonstige bildenden Kunst bis hin zur Nutzung der Schaufenster oder eventueller leerer Flächen in der Innenstadt. Um das noch etwas weiter zu untermauern, hier nochmal eine weitere Illustration. Wir haben im Stadthallenfoyer ja bis zu 2500 Quadratmeter mit der entsprechenden Raumhöhe. Es könnte eine Gemeinschaftsausstellung sein von verschiedenen Kunstvereinen und Verbänden, die wir hiermit aufrufen würden. Bringt eure Vorschläge mit ein. Galerien könnten sich mit einbringen, genauso mit ihren Künstlern, mit den vertretenen Künstlern. Es könnten vielleicht aber auch Einzelbewerbungen sein, die wir hier insbesondere aber trotzdem im professionellen Bereich sehen, also den Künstlern, die damit auch ihr Geld verdienen, nicht so sehr im Amateurbereich. Wir haben verschiedene Ausstellungsflächen und Möglichkeiten bei den 2500 Quadratmetern, die sich vielleicht mehr mal weniger eignen für einzelne Genres an der Stelle, um ein paar Bilder zu bringen. Wir würden das nächste Woche noch verfeinern. Das Stadthallenfoyer, was wir hier im Hintergrund sehen, der Galileo-Bereich, aber auch so Spezialbereiche wie auf dem rechten unteren Bild, das Tunnelfoyer, was hier ja die Galerie Roter Turm mit dem Stadthallenfoyer verbindet. Auch das ist ein sehr charmanter und oftmals wenig benutzter Ort. Also es ist ausreichend Platz da, um die bildende Kunst hier im Stadthallenfoyer unterzubringen. Und wir brauchen dafür viele Ideen, viele gute Ideen und Konzepte. Wir haben uns auch entschieden, an der Stelle dort jetzt kein Gesamtthema vorzugeben, sondern das dem jeweiligen Kurator, Kunstverein oder Galerie zu überlassen, mit welchem Thema, mit welchem Themenschwerpunkt sie sich hier einbringen möchten, wie viele Quadratmeter gebraucht werden und was dafür vielleicht organisatorisch notwendig ist, welche Stell- und Hängemöglichkeiten möglich sind. Und das würden wir in den nächsten paar Tagen auch verfeinern. Da scheint sich, wie gesagt, ein gewisses Interesse zu formen an der Stelle. Zweites Beispiel, wir würden gerne auch in die Innenstadt gehen damit mit dem Thema, also auch Kunst im öffentlichen Raum zu machen. Die mögliche Achse hier zwischen Innenstadt, Schmidtbankpassage, Seberplatz, Hartmannstraße, das ist halt die gerade besprochene Achse, die sowohl vom Hutfestival als auch vom Bürgerfest bespielt wird. Und das müsste halt nur in dem Fall Kunst sein, die halt im öffentlichen Raum etwas wässerfest ist. Das Thema Graffiti, Plastik, Skulptur, Upcycling-Kunst, Video- und Lichtinstallationen hatte ich gerade angesprochen und hier auch auf dem Bild ein paar Illustrationen, ein paar vielleicht etwas unterentdeckte Ecken der Chemnitzer Innenstadt. Meine Lieblingsecke hier zwischen Rathaus und Jakobiplatz, wo man nicht jeden Tag unbedingt langkommt und die vielleicht auf etwas künstlerische Aufwertung an der Stelle warten. Mögliche weitere Plätze, nochmal hier nur illustriert, die dort eine Achse bilden, wie gesagt, in den Wochenenden Ende August, Anfang September, Johannesplatz, der Stadthallenpark, der Wall, die Schmidtbankpassage, der Seberplatz, die Hartmannstraße, das Luxor, die neue Allee dort an der Fabrikstraße, die Hartmannhalle und auch vielleicht das ein oder andere leere Schaufenster, die Möglichkeiten sein könnten für diese Open-Air-Galerie, also das ein konkretes Projekt, wo wir versuchen, die Aktivitäten an der Stelle zu bündeln. Weiterer Platz. Ja, als Auftakt haben wir den Marktplatz auserkoren. Den Marktplatz deshalb, weil der Kultursommer natürlich auch zentral starten soll. Angedacht ist dieses am 2., 3., also 1. Juli-Wochenende in diesem Jahr, weil wir davon ausgehen, dass dann einfach auch die Bedingungen, die wir dann auch besser sind, dass wir also wirklich auch mehr Publikum wieder erreichen können. Die Förderkriterien sehen ja vor, dass wir explizit auch junges Publikum, also Kinder und Jugendliche ansprechen sollen mit dem Programm. Und daher die Idee, dass dieses Wochenende ganz dem Jungpublikum gewidmet ist, aber auch, dass sie mitmachen. Mögliche Kooperationspartner sind da zum Beispiel auch die Musikschulen, Tanzschulen, Musical-Einrichtungen dieser Stadt. Und da sehen wir uns einfach, dass wir dort ein Wochenende ganz im Zeichen der Kinder und Jugendlichen organisieren können und würden uns über Ihre Vorschläge in dem Bereich sehr freuen. Dann mache ich noch mal weiter mit einem weiteren Vorschlag hier, den Springbrunnen am Stadthallenpark zu bespielen.
an der Stelle mal tatsächlich als Bühnenstandort. Und wir haben ja ein Wochenende im Auge, das wäre das Wochenende vom 16., 17., 18. Juli, also das dritte Juli-Wochenende. Vom Grundsatz her wird es natürlich so sein, wenn die entsprechende Öffnung kommt, so wie gerade angesprochen schon erhofft, dass sich einiges stauen wird, sowohl im Juli als auch im September. Wir haben dort schon mehrere Wochenenden, wo wir wissen, da werden bestimmte Dinge parallel stattfinden können. Ich denke, das ist auch okay in einer größeren Stadt wie Chemnitz, dass man halt dort mehrere kulturelle Aktivitäten hat parallel. Und wir haben das auch in den letzten Jahren schon beobachtet, dass sich das eine mit dem anderen gegenseitig befruchtet, dass man also zwischen Aktivität A und B auch gerne natürlich mal hin und her gehen kann. Entsprechend haben wir hier versucht, ein kulturelles Programm zur Ergänzung möglicherweise des Maker-Fair-Wochenendes zu machen. Die Maker-Fair geht in diesem Jahr ausnahmsweise aus der Halle raus. Der Zeitpunkt wäre, glaube ich, am nächsten Wochenende gewesen. Kann natürlich auch nicht stattfinden, gerade Corona-bedingt. Und wir gehen dort in den Stadthallenpark und würden uns wünschen, dort ein kulturelles Ergänzungsfestival zu sehen. Haben dort auch schon die ein oder anderen Akteure im Auge, die das vielleicht organisieren könnten. Aber auch hier sind noch kulturelle Beiträge möglich, um hier diese Ergänzung von Maker Fair zu bringen mit möglichen Musikgenres, mit dem Thema Indie, Rock etc., Alternative, die man hier kombinieren könnte. Wir wissen natürlich auch genau wie ihr, dass das Thema Maker, Fair, Macher ein großes Thema spielt in der Kulturhauptstadt, Kulturhauptstadtbewerbung. Und entsprechend wäre unser Wunsch hier, dass sich das gegenseitig stärkt, dass wir das Musikalische, sprich das Feiern, auch verbinden können mit dem Thema der Maker und der Macher, möglicherweise an diesem Wochenende. Wie gesagt, nur ein Vorschlag von unserer Seite. Wir haben ein weiteres Wochenende. Schalte mal kurz weiter, bitte. Genau, der Seberplatz, Hartmannplatz, Hartmannstraße, die mögliche Achse des bisherigen Bürgerfestes, was geplant ist für den 28. bis 30. August. Auch hier könnten wir uns eine musikalische Zusatzbühne, meine Kollegin hat es gerade schon gesagt, es müssen zusätzliche und extra Aktivitäten sein, die sonst nicht hätten stattgefunden, als Teil des Bürgerfestes, aber auch der angrenzenden Gastronomie, der angrenzenden Innenstadt vorstellen, dass man diese Achse belegt mit einer Bühne, speziell weil es schon eine Aktivität gibt, das Bürgerfest an der Stelle, die wir vielleicht mit diesem Kulturprogramm und den Möglichkeiten, die es da gibt, der Finanzierung unterstützen und weiterentwickeln können. Auch hier wieder die Möglichkeit von verschiedensten Genres, Rock'n'Roll, Schlager, Unterhaltung, sonstiges, sich dort musikalisch mit einzubringen. Also das sind so gebündelte Punkte, wo vielleicht auch Solokünstler aktiv werden können, die sonst sagen, wir müssen jetzt nicht Teil eines anderen größeren geplanten Wochenendes sein. Dann weiteres Beispiel. Ja, wir haben uns natürlich auch überlegt, dass wir gerne die Theaterszene mitnehmen möchten und haben hier im Bereich des Stadthallenparks an ein Zirkuszelt, eine Überdachung gedacht, wo wir explizit für Straßenkunst, Straßentheater, Kleinkunst wie Pantomime eine Bühnenfläche schaffen möchten. Das ist, wie Sie sehen oder wie ihr seht, das angedacht an dem Wochenende, an dem auch das Hutfestival stattfinden soll. Also so zumindest planen wir noch optimistisch, aber es wäre dann praktisch angedockt. Das, was wir aber gesagt haben, wichtig ist ja auch, dass wir Synergien nutzen. Wir haben also viele Menschen dann in der Innenstadt und wir würden das als extra Straßenkunst bzw. Kleinkunstbühne dann gern im Programm des Kultursommers sehen. Ja, die Vision hier gerade auch, was das Thema Hutfestival angeht, dass wir das Hutfestival noch breiter in die Stadt tragen können. Und das wäre so einer der Versuche und Ansätze hier dazu. Unser Vorbild an der Stelle ist so ein bisschen das, was in Edinburgh beim Fringe passiert. Dort ist es also nicht nur die Beste oder das Beste der Straßenkunst konzentriert auf die Innenstadt, sondern die ganze Stadt feiert an der Stelle mit, inklusive der Clubs, inklusive der anderen Locations, der Kultureinrichtungen, die dort auch jeweils noch ergänzendes Programm bringen. Und das wäre halt ein Versuch, hier insbesondere auch die Chemnitzer Straßenkunst, Straßentheaterszene hier noch mehr mit zu integrieren. Also diese Vorschläge, wie jetzt gerade vorgestellt, tatsächlich nur unsere Vorschläge, die müssen genauso in den Kulturbeirat entschieden werden, ob wir das machen wollen. Und genauso wichtig ist es, ob wir überhaupt für diese Vorschläge, die wir jetzt hier bringen, um bestimmte Dinge zu bündeln, ob wir dort ausreichend Künstler und Akteure, Kulturakteure finden, die sich daran beteiligen möchten. Wenn wir das nicht finden, dann hat sich das damit erledigt. Und wie gesagt, deswegen hier der Aufruf,
sich möglichst aktiv selber für eine dieser möglichen Aktivitäten reinzubringen. Aber ganz genauso haben wir mindestens 5 größere Möglichkeiten, hier andere Plätze zu bespielen, an die man vielleicht im ersten oder zweiten Blick auch denkt, mit der Markersdorfer Oase, um ein paar Beispiele zu nennen, den Concordia Park, die Schlossteichbühne, die Küchwaldbühne, der Theaterplatz, der Uferstrand, die Spinnerei, der Park der Jugend, den Wirkbau, die Stadtteilwirtschaft, das Eisenbahnmuseum, Stadtpark. Einige von denen haben schon Interesse bekundet, dort was zu machen. Und natürlich gilt das genauso weit und breit für jeden Chemnitzer Stadtteil und jede Ortschaft hier an der Stelle, sich mit einzubringen mit einem konkreten Programmvorschlag oder Entwurf oder zumindest auch einer Interessensbekundung, wo wir dann versuchen, die künstlerischen Angebote entsprechend mit dem Ort, sprich dem Stadtteil oder dem, der Ortschaft zusammenzubringen. So viel also erst nochmal zur Vorstellung des groben Konzeptes beziehungsweise der möglichen Spielorte und Wochenenden an der Stelle. Und bevor wir jetzt auf eure Fragen eingehen, gehen wir mal kurz durch die Fragen, die wir an der Stelle schon mal gebündelt haben bisher an der Stelle. Genau, also uns haben schon zahlreiche Fragen erreicht und auf die möchten wir kurz eingehen. Wann ist eine Maßnahme oder wann beginnt überhaupt der Kultursommer? Wir werden erst am 25. erfahren, ob die Stadt Chemnitz mit ihrem eingereichten Konzept Erfolg hat und die Förderung erhält. Das heißt, wir werden erst mit der Bewilligungszusage ab dem 25. Mai überhaupt konkret dann planen können. Wer ist förderfähig oder was ist förderfähig? Es sind also ausschließlich projektnotwendige Kosten förderfähig. Vorrang bei der Förderung haben wirklich freie Künstlerinnen, Kulturträger, Techniker, kommunale Theater zum Beispiel oder Musikschulen, städtische Musikschulen sind nicht förderfähig. Das Programm, wie gesagt, zielt wirklich darauf ab, die freie regionale Kulturszene zu unterstützen und natürlich auch zu zeigen, dass sie wieder, sich wieder ihren kulturellen Platz in den Städten erobern können. Können bereits bestehende Projekte gefördert werden? Da gibt es ein klares Jein, also Nein eigentlich, aber es spricht nichts dagegen, dass man sich an bestehende Projekte andocken kann. Das haben wir ja auch schon in unseren Vorschlägen gezeigt. Wichtig ist dabei, dass sich diese Projekte dann trotzdem deutlich von den bestehenden Projekten abgrenzen, dass sich also auch das separat abrechnen kann. Institutionell geförderte Träger, also freie Kulturszene, die bereits gefördert wird. Sie können nur mit neuen Angeboten gefördert werden. Das heißt, es müssen wirklich für den Kultursommer explizit Angebote geschaffen werden, Projekte eingereicht werden. Uns erreichte auch die Frage, wer ist denn Veranstalter oder was müssen wir organisieren? Wir haben auf unserer Webseite ein Anmeldeformular schon eingestellt. Das haben auch einige von Ihnen schon genutzt. Da ist auch nochmal eigentlich klar getrennt. Wir haben sicher viele Einzelkünstler, die sich bewerben und die ihre Honorarforderungen oder Honorarvorstellungen dort eintragen können. Aber wir haben auch oder erwarten und hoffen, dass wir auch zahlreiche Anfragen bekommen, dass ganze Projekte organisiert werden sollen oder Projekte organisiert werden können. Dafür haben wir auch in unserer, gibt es eine kleine Anlage und wir haben einen Budgetplan schon mal erarbeitet, um das ganze Prozedere etwas zu vereinfachen und bitten dann wirklich diejenigen, die ein größeres Projekt einreichen, dass sie dann dort ihren Budgetplan, dass sie den Budgetplan nutzen, der vorgegeben ist. Die Stadt Chemnitz ist Veranstalter. EC3, wir sind sozusagen der Moderator des ganzen Prozesses und auch teilweise Organisator. Aber es ist auch möglich, natürlich, dass wir in einer Art örtlicher Veranstalter dann für einige Wochenenden die Organisation in ihre Hände legen. Die Frage, die uns sicher alle beschäftigt, was wird im Juni, Juli, August möglich sein? Wir haben ja schon viel gelernt im letzten Jahr und wir wissen oder können davon ausgehen, dass es wahrscheinlich keine Fotos mit
eng gedrängten Menschen vor Bühnen geben wird. Aber wir haben auch gelernt, dass vieles möglich ist und dass wir mit dem Optimismus auch in unsere Planung gehen. Wir werden sicher auf Hygienekonzepte nicht verzichten können. Wir sind da als C3 natürlich sehr, stehen unterstützend zur Seite und wir gehen aber auch davon aus, dass Veranstaltungen mit Abstand, sei es jetzt auf Parkbänken, die einen 2 Meter Abstand haben, sei es auf eingezeichneten Kreisen, auf den Flächen draußen einfach möglich sein werden, wenn man bestimmte Hygieneregeln einhält. Das würden wir dann gemeinsam mit der Stadt und euch absprechen und gehen also davon aus, dass dann doch im Sommer etwas möglich sein wird. Ich gebe an Ralf Schulz weiter. Ja, Stichwort Ausfall betrifft auch das Thema Ausfallhonorare. Wenn sie im Vertrag vereinbart sind, ja, weil wenn ein bestimmter Anarbeitungsstand dort ist, dann kann man auch theoretisch ein Ausfallhonorar zahlen an der Stelle. Wir hoffen halt, dass wir das meiste trotzdem ja hinbekommen im Laufe des Sommers. Und grundsätzlich würden wir halt auch vor dieser gerade angesprochene Bewilligung der Fördermittel insgesamt vor dem 25. bzw. 27. Mai auch keine vertraglichen Regelungen unterschreiben, sondern bis dahin ist es nur die Planungsphase. Ich glaube, das hatten wir gerade vergessen auch, dass wir bis zum 21. Mai die Projektideen entsprechend einreichen können. Eigenmittel der Kulturakteure sind diesmal nicht erforderlich an der Stelle im Vergleich auch zu anderen Förderprogrammen aufgrund der Kürze der Zeit. Und genauso verlangen wir grundsätzlich nicht zwingend Eintrittsgelder. Wenn aber ein Kulturakteur sagt, wir möchten dort als Teil der Finanzierung Eintrittsgelder mit reinbringen, dann spricht erstmal nichts dagegen. Wir möchten ja auch nicht die Preise an bestimmten Spielorten etc. verderben, sondern wenn jemand sagt, wir möchten Eintrittsgelder nehmen und trauen uns das zu, da auch einen Betrag X zu nehmen, kann man das als Teil der Finanzierungsvereinbarung mit reinbringen. Kommerzielle Einrichtungen hatte meine Kollegin gerade schon beantwortet. Also das Geld geht nicht, wo ja manchmal auch die Verdichte sind, an die C3 oder sonstige andere kommerzielle bzw. städtisch finanzierte Einrichtungen. Betrifft ähnlich die Kollegen vom Städtischen Theater. Die sollen dort mit nicht finanziert werden oder auch die Städtische Musikschule an der Stelle. Also die Einrichtungen, die schon gefördert sind, bekommen hier von diesem Anteil nichts, sondern es soll speziell an die freie Szene gehen und damit aber auch nicht an die kommerziellen öffentlichen Veranstalter, oder Entschuldigung, die kommerziellen Veranstalter an der Stelle genauso wenig. Genauso wie Clubs, Musikclubs nicht primäres Zielgruppe dieses Förderprogramms sind. Für Clubs gibt es ja extra nochmal ein Förderprogramm des Bundes. Clubkultur inklusive Bands kann mit gefördert werden, aber primär, wenn sie gemeinnützig orientiert sind. Weiterer Punkt, KSK, also Künstler, Sozialkasse und GEMA, ja, müssen wir mitkalkulieren, müssen wir mit abrechnen, genauso wie das Thema Versicherung für die Projektdurchführung, die entweder vorhanden sein sollte und muss, wenn die Veranstalterrolle übernommen wird oder in dem Fall, wo wir das als C3 machen, dann haben wir natürlich auch die entsprechenden versicherungsrechtlichen Absicherungen. Aber wer dort das Veranstalterrisiko für ein solches Wochenende oder eine Einzelveranstaltung übernimmt, sollte halt sich diesen Themen natürlich bewusst sein, Künstler, Sozialkasse, GEMA und entsprechende Versicherungen. Es erfolgt keine Vergabeverordnung und oder Ausschreibung, sondern es gilt bis zum Ende des Jahres eine vereinfachte Vergabeverordnung. Das heißt, man muss bestimmte Dienstleistungen nicht öffentlichen ausschreiben. In allermeisten Fällen wäre dafür auch gar keine Zeit mehr. Natürlich sind wir der Wirtschaftlichkeit hier oder an das Thema Prinzip der Wirtschaftlichkeit gebunden. Und wenn es größere Dienstleistungen gibt, dann sollte man die auch entsprechend ausschreiben oder zumindest mal Vergleichsangebote einholen. Ausschreiben ist nicht das richtige Wort, Vergleichsangebote einzuholen, um sicherzustellen, dass die Wirtschaftlichkeit gegeben ist oder anders ausgerückt, dass Angebote nicht komplett überteuert sind. Das haben wir schon die Funktion, das auch entsprechend zu kontrollieren und einzuhalten. Und das wäre ein wichtiger Teilfaktor. Und letzte Frage jetzt von meiner Seite. Sport, das kam auch, ist an der Stelle nicht förderfähig, sondern es geht hier ausschließlich um eine Kulturförderung. Das wäre es erstmal aus unserer Seite oder von unserer Seite. Wir haben nochmal hier der Verweis an die Webseite kultursommer.de. Der Aufruf an sowohl Einzelkünstler, Kulturbündnisse, Veranstalter, aber auch Techniker, Dienstleister, Solo-Selbstständige, sich hier mit einzubringen, wenn sie noch nicht auf unserem Radar sind oder sich dringend hier mit empfehlen möchten, hier was zu machen. Wir haben unten nochmal die Ansprechpartner Kirsten Antonelli und meine Person für die Projektorganisation und Yvonne Buchheim für das Thema Marketing und Presse.
Und jetzt würde ich versuchen, mal auf Yvonne zu schalten für die Fragen, die da potenziell auf YouTube kommen. Also erstmal ganz vielen lieben Dank für die zahlreichen Vorschläge und Beteiligungen. Es ist wirklich querbeet, das haben die Kollegen hier nebenan noch gar nicht mitbekommen. Einiges hat auch Herr Keller schon beantwortet. Ich würde noch mal so 2, 3 Sachen aufgreifen. Müssen die Angebote kostenfrei sein oder können Einnahmen generiert werden? Also Stichwort Eintrittspreise. Hatte ich gerade schon versucht zu beantworten. Ja, es können Eintrittspreise generiert werden als Teil der Förderung. Man muss natürlich sehr genau überlegen, was im Moment halt möglich ist, Eintrittspreise bzw. im Vorverkauf zu regeln. An der Tageskasse ist das sicherlich einfacher wie im Moment. Im Vorverkauf merken wir zumindest eine große Zurückhaltung, verständlicherweise beim Ticketvorverkauf. Also deswegen sollte man sehr genau überlegen, dass die Annahmen dafür für die Ticketeinnahmen nicht so optimistisch sind. Dann nochmal die Frage, ob die Wochenenden schon genau definiert sind. Nur die Wochenenden, die wir jetzt als Vorschlag mit reingebracht haben an der Stelle, also das Eröffnungswochenende, das Wochenende von der Maker Faire und möglicherweise das vom Bürgerfest-Hutfestival, die wären mögliche Wochenenden. Alle anderen sind offen und wie gerade angedeutet, würden wir uns bemühen, das Programm bis Ende September, allerspätestens Anfang Oktober, auch dann geht es im Open-Air-Bereich ja nicht mehr, durchzubekommen. Dann noch mal so ein bisschen die Frage zur Programmkoordination. Der Hinweis, dass es ganz gut wäre, die Ideen aus verschiedenen Trägern räumlich und zeitlich zu bündeln. Die Rolle haben wir in dem Sinne übernommen. Ja. Vielleicht wollt ihr das noch mal ausführen. Möchtest du, sag ich. Also da sehen wir unsere Rolle, jetzt die verschiedenen Träger und die verschiedenen Angebote zusammenzubekommen und zu bündeln, wie gerade angesprochen, mit dem Thema der Indoor- und Outdoor-Galerie hier in der Stadthalle oder in der Innenstadt. Das heißt, alle können sich grundsätzlich beteiligen, aber wir versuchen halt mit dieser Bündelung sowohl was die Location angeht, dass wir einen Platz haben, wo die Kunst angemessen präsentiert werden kann, als auch die Öffentlichkeit, ein möglichst großes öffentliches Interesse natürlich auch hereinzubringen in die Indoor- und Outdoor-Ausstellungen, damit sichergestellt ist, dass die Künstler auch gesehen werden. Auch das ist ja ein ausdrückliches Ziel dieses Programmes, dass wir wieder eine Sichtbarkeit bekommen, überhaupt für die Kulturszene an der Stelle. Und das ist der Hauptgrund neben dem Thema der Veranstaltungstechnik und der angemessenen Location, dass wir versuchen würden, diese Dinge zu bündeln. Ja. Nochmal speziell Passion Live, die Tanzschulen sehen hier keine Förderfähigkeit. Wieder nur auf eigene Kosten, Fragezeichen, vielleicht auch nochmal angesprochen. Die Tanzschulen als solche, wenn es kommerzielle Tanzschulen sind, sind nicht förderfähig, aber natürlich Ensembles, die sich aus den Tanzschulen ergeben. Also ein freies Tanzensemble etc., was hier auftreten möchte, ist definitiv förderfähig als Kulturakteur. Ansonsten sind erstmal keine aktuellen. Sie können gerne noch weiter schreiben. Die Präsentation werden wir online zur Verfügung stellen zum Download und natürlich auch so die wichtigsten Punkte, die wir jetzt aus der Präsentation hier mitnehmen, auf der Webseite auch nochmal zusammenfassen. Schalten wir nochmal kurz zu Frau Franz und Herrn Keller, ob es da noch Anmerkungen gibt, was wir vergessen haben hier auf der Bühne. Gibt es da noch Ergänzungen? Nein, also Ergänzungen gibt es da nicht. Das haben Sie sehr schön gemacht. Danke dafür. Von meiner Seite aus nur wirklich nochmal der große Aufruf in die Kulturszene der Stadt. Bringen Sie Leute mit, aktivieren Sie Menschen, bewerben Sie sich bei C3. Wir als Stadt stehen da voll dahinter und werden versuchen, diese 10 Wochenenden so bunt und so vielfältig zu gestalten, wie die Stadt ist und wie die Kulturträger sind und wie die freie Szene ist. Und wir freuen uns da auf jeden Fall drauf. Und ja, wollen wirklich nochmal dazu aufrufen, ganz aktiv auch nochmal in ihre Netzwerke zu gehen, das zu streuen. Und ich glaube, wenn wir alle da mitmachen, dann wird das wirklich ein schöner Neustart. Vielen Dank. Gibt es noch keine weiteren Fragen jetzt an der Stelle? Viele von Ihnen, die jetzt im YouTube-Kanal zugeschaltet sind, haben sich ja im vergangenen Jahr an der kleineren Version des Kultursommers in Chemnitz beteiligt. Wir hatten ja im vergangenen Jahr eine Finanzierung über ein Sonderprogramm. Einzelkünstler, Solo, selbstständige Initiativgruppen konnten mit Performances in der Innenstadt oder Aufführungen oder vorgelesene Literatur, was weiß ich, alles ist möglich, dort sozusagen Honorare erhalten. Und das ist eben jetzt auch der Hauptpunkt, der Ansatz dieses Programms der Bundeskulturstiftung, dass die Solo-Selbstständigen, die freien Künstler,
die freien Bühnentechniker, Tontechniker, alles unterstützt werden. Und das heißt, jetzt im Moment wäre wichtig, dass sie tatsächlich ihre Ideen einbringen, gerne auf dem Formular von C3 dort sozusagen erstmal vermerken, dort auch vermerken, was sie dafür benötigen, wann sie das tun wollen und an welchem Ort. Also zum Beispiel, ich brauche eine Bühne oder ein Podest, ich brauche Stromanschluss, so, so, so. Und ich erhoffe mir ein Honorar in Höhe von. Ne? Und diese ganzen Meldungen, die gehen dann bei C3 ein. Und Ende Mai, das hat Herr Dr. Schulze ja schon alles gesagt, wird sich dieser Programmrat treffen, der aus Mitgliedern des Kulturbeirates bestehen wird und aus Vertretern der Fraktionen des Stadtrates und über die gesamten Ideen sozusagen befinden. Ja, also das wäre wichtig. Ein Wort wollte ich noch gerne sagen zu der Frage, die vorhin kam, zu den Einnahmen aus Eintrittsgeldern. Es ist erstmal so der Grundansatz so, dieses Kultursommers, der soll im Freien stattfinden mit einem bestehenden und gut funktionierenden Hygienekonzept. Und da kommt es praktisch schon so irgendwie von selbst daher, dass es mit Eintrittsgeldern natürlich immer dann Schwierigkeiten gibt. Dann muss man etwas absperren, man muss also Begrenzungen schaffen. Das macht es teilweise kompliziert. Es ist aber nicht unmöglich. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass die Eintrittsgelder, wenn die für eine bestimmte Veranstaltung eingenommen werden, dann in das Gesamtprojekt fließen. Also die gehen dann sozusagen nicht als Überschuss an den jeweiligen Träger, der meinetwegen diesen, was weiß ich, der eine Kurzfilm- oder Hörkunstnacht oder irgendwas durchführt, sondern die fließen wieder zur Finanzierung in das Gesamtprojekt ein. Also das hat uns die Bundeskulturstiftung eindeutig in einer Online-Fragestunde so gespiegelt. Ja, wir freuen uns, wenn Sie mitmachen. Dürfen wir Ihnen nochmal die herzlichen Grüße des Kulturbeirates ausrichten und sind ganz gespannt auf die vielen Ideen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Franz, Herr Keller. Wir haben jetzt doch noch eine Frage. Vielleicht noch mal die Nachfrage ganz gezielt. Wer übernimmt das Sicherheitskonzept und das Hygienekonzept und was bedeutet das auch? Also was steckt dahinter? Also wir würden uns bemühen, für das Gesamtkonzept oder für das Gesamtkultursommerkonzept ein Sicherheits- und Hygienekonzept einzureichen und müssen dann jeweils, wenn es andere Veranstalter geben sollte, für einzelne Bühnenstandorte sicherlich noch mal mit dem abstimmen, was am einzelnen Standort zu erbringen ist. Also auch da sehen wir uns als Projektsteuerer so ein bisschen in der Gesamtverantwortung, das zu übernehmen und auch abzustimmen mit den städtischen Ämtern und dann entsprechend mit den einzelnen Betreibern noch mal genau zu überlegen, was ist an jedem Standort erforderlich. Und wir wissen ja auch, dass es wahrscheinlich zwischen Anfang Juli und Ende September bis zum Oktober hinein dann noch mal eine gewisse Entwicklung geben wird, dass wir dann ständig gezwungen sind, die sich ändernden Hygieneanforderungen und Sicherheitsanforderungen dort auch noch mal entsprechend von Woche zu Woche umzusetzen. Dann noch mal die Frage nach dem Zeitraum, weil wir von 10 Wochenenden gesprochen haben. Sind die Wochenenden am Stück gedacht? Wir haben ja gesagt, von Juli bis September. Und wann könnte man anfangen? Hatten wir eingangs, glaube ich, auch schon gesagt. Im optimistischen Fall am 1. Juli-Wochenende, wie gerade vorgestellt. Ich glaube, das ist der 1., 2., 3. Juli oder 2., 3., 4. Und ansonsten sind die Wochenenden noch nicht fest vorgegeben, sondern es gibt die Flexibilität in dem gesamten Zeitraum, was einzubringen, was vorzubringen und wie auch schon gerade angedeutet, es deutet sich auch an, dass es dort Überlappungen geben wird mit anderen Kulturaktivitäten auf dem Sonnenberg etc., die schon in der Planung sind, die schon konkret sind und die auch schon zum Teil finanziert sind an der Stelle, dass es dort an manchen Wochenenden eine gewisse Überlappung gibt, ist leider unvermeidbar. Ja, dann war es das hier soweit. Dann wäre es das. Wie gesagt, alle weiteren Fragen gerne auch über die gerade angesprochenen Kanäle im Nachhinein. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns im Laufe des Sommers wieder hinter uns in irgendeiner Ecke, in irgendeinem Teil der Stadt hier wieder im öffentlichen Raum mit Kultur treffen können. Ganz herzlichen Dank, bleibt gesund, bis bald. Vielen Dank. Dann freuen wir uns auf die Vorschläge und Projektvorschläge, ja.